Na los, ihr geilen Kicker vom zentraleuropäischen Nationalteam. Zeigt diesen Ostblock-Gulaschkanonen. Zeigt den Ostblock-Gulaschkanonen, aber viel besser war noch das zentraleuropäische Fußballteam. Es gibt wieder einen Rassismusskandal. Schuld sind diesmal wieder die Grünen. Ganz vorne mit dabei ist Frau Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin. Und sie hat nichts Besseres übrig, als während des Spiels gestern Abend fast alle Deutschen mit einem Tweet zu beleidigen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es war ja einiges los gestern. Hier sehen wir mal Hubertus Heil. Er hat da gestern wieder mitgearbeitet. Hier sehen wir mal Sebastian Kurz. Ah ja, hier, der Professor ist auch da, der wahrscheinlich gar kein Professor ist, was am Ende noch rauskommt. Ah, Frau Faeser schwänzt, ja. Gestern Abend 18 Uhr, Stuttgart, Frau Faeser anwesend. Und was war gestern Abend 17 Uhr? Die Innenministerkonferenz, wo die Frau Faeser als Bundesinnenministerin ständiger Gast auf dieser Konferenz ist. So wichtig kann es mit den Abschiebungen gar nicht sein, wenn man lieber Fußball schaut in Stuttgart. Jetzt hat allerdings Frau Katrin Göring-Eckardt den Bogen deutlich überspannt. Wirklich deutlich überspannt. Hier ist ihr Tweet. Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Diese Aussage beinhaltet so viel Negatives, ja. Das von einer Bundestagsvizepräsidentin, das ist unwürdig. Allerdings, es passt zu den Grünen, es passt wie die Faust aufs Auge. Ich habe selbst ChatGPT gefragt und ChatGPT ist ja für seine Wokeness bekannt. Und selbst ChatGPT sagt, dass es zwar hier eine Betonung auf die Vielfalt gibt, aber es auf jeden Fall eine negative Interpretation gibt, denn es kann als problematisch angesehen werden, diese Aussage, sie impliziert, dass ein Team, das ausschließlich aus weißen deutschen Spielern besteht, weniger wertvoll und weniger erfolgreich wäre. Dies könnte als abwertend gegenüber weißen Deutschen empfunden werden und Stereotype verstärken. Ja, ganz richtig. Hier die Leistung, die sportliche Leistung auf die Ethnizität abzustellen, das ist Rassismus. Und das ist ganz klar Rassismus gegen Weiße. Wieder von den Grünen, wieder von Frau Katrin Göring-Eckardt. Sie hat nach 4 Stunden und über 8000 Kommentaren diesen Tweet dann gelöscht und bittet nun um Entschuldigung. Ich bin schockiert, wie oft diese Personen noch verbal so entgleisen müssen, bis die Leute kapieren, wessen Geisteskind sie sind. Die Grünen werden immer noch gewählt, gerade wegen solchen Aussagen. Ja? Aber anstatt, dass man den Sport Sport sein lässt, ja? Nein, man versucht hier wieder Politik zu machen über den Sport und das gehört sich nicht. Und die Grünen, die werden dafür auch bitterböse eine Klatsche bekommen. Allerdings haben uns die Ungarn-Fans den Tag gestern wirklich versüßt. Sie sind mit einem Free Gigi-Plakat durch die Straßen gezogen und haben ein wunderschönes Lied angestimmt, wenn ihr das mal hören wollt. Die Ungarn, sie wurden angekündigt mit einem schwarzen Block aus Hooligans. Die Polizei hatte Angst vor diesem Hochrisikospiel, aber man muss den Ungarn eins lassen. Chapeau, ihr wisst, wie man mit den Deutschen spielen kann. Sie haben nicht ihre Hooligans aufgefahren, die anfangen, irgendwas kaputt zu trümmern. Wir hätten auch Hooligans, die anfangen, Dinge kaputt zu trümmern. Nein, Viktor Orban hat ja ein paar Tage zuvor MAGA, Make America Great Again, gekapert und umgebaut in Mega Make Europe Great Again. Die Ungarn haben jetzt ab 1.7. den Ratsvorsitz in der Europäischen Union inne. Und so kamen hier die ungarischen Fans und haben den Deutschen ihr Lied vorgesummt, weswegen hier die Polizei inzwischen Amok läuft, wirklich Amok läuft. Und es gab in Cochem an der Mosel einen besonders lustigen Zwischenfall. Die Polizei wurde gerufen zu L'amour toujours und Gesängen Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, wie ihr das alle kennt. Vor Ort war die Polizei jedoch verwirrt, denn es waren alles zugewanderte junge Frauen, die dieses Lied gesungen haben.
keiner mit einem deutschen Pass. Die Polizei hat dennoch eine Strafanzeige geschrieben, wegen Volksverhetzung, gegen Ausländer, die Ausländer rausgesungen haben. Made my day, ja, das ist Cochem an der Mosel gewesen. Inzwischen führen wir bundesweit mehrere hundert Ermittlungsverfahren. Die Berliner Polizei, sie hat eine Arbeitsanweisung bekommen, dass, obwohl die Berliner Staatsanwaltschaft selbst sagt, Deutschland den deutschen Ausländer raus, ist straffrei. Das ist eine freie Meinungsäußerung. Trotzdem gibt es eine Dienstanweisung für die Polizei Berlin, dass man jeden Fall aktenkundig macht, denn volksverhetzende Aussagen, die kann man nur im Kontext bewerten. Das heißt, es wird hier, obwohl die Staatsanwaltschaften die Verfahren reihenweise einstellen, die Polizei dazu angehalten, dich und mich zu denunzieren. Alle, die dieses Lied summen, selbst ohne den Text, sollen inzwischen polizeilich erfasst werden. Das ist ein Bananenstaat, das ist eine Bananenrepublik. Wenn der Staat sich wehren muss gegen einzelne Musiklieder, dann ist der Staat sowieso verloren. Frau Faeser, wären Sie gestern nicht um 18 Uhr in Stuttgart beim Fußball gewesen, sondern um 17 Uhr in Potsdam bei Ihrer Innenministerkonferenz, dann hätten wir vermutlich bis heute früh schon eine einfache Lösung erreichen können. Nein, stattdessen musste man dann gestern Sie um 20 Uhr vermutlich mit dem Hubschrauber wieder zurückfliegen nach Potsdam. Was kostet die Welt? Ja, wir haben es ja. Hauptsache Olaf Scholz war auch noch da. Ich frage mich ja immer, wo seid ihr denn sonst das ganze Jahr bei Sportveranstaltungen? Hier will man gesehen werden, ja? Viktor Orban war auch im Stadion. Er hat gesagt, die Deutschen werden weit kommen. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier noch weitergeht. Der Skandal um Frau Katrin Göring-Eckardt, ich fordere sie schon lange auf, sie soll zurücktreten und soll in den Orkus der Geschichte zurückwandern. Sie soll noch ein paar Flüchtlinge mitnehmen, die sie immer so toll findet, und soll sie doch von ihrem ersparten Geld, was sie aus Steuergeldern kassiert hat, durchfüttern, ja? Und soll für diese zugewanderten Goldstücke mal die Hand ins Feuer legen und auch mal sich mit ihnen Räumlichkeiten teilen, sich unter diesen Gleichgesinnten, die man in dieses Land holt, aufhalten. Und dann will ich nochmal hören, wie sie sagt, sie ist froh, dass das nicht alles nur weiße deutsche Männer sind. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Das wird der Skandal des Tages. Schreib mir unbedingt einen Kommentar unter dieses Video. Lasse ein Abo da, drücke die Glocke, den Daumen hoch und abonniere am besten gleich noch Telegram. Damit bis bald.